Thema Normalverteilung. Schauen wir uns die Normalverteilung an, indem wir sie mit der Binomialverteilung vergleichen. Die kennt ihr ja jetzt aus den letzten Zeiten. Okay, wie war das? Typisches Beispiel, Binomialverteilung. Ihr werft eine Münze 10 Mal, dann habt ihr immer die Möglichkeiten Wappenzahl. Eure Zufallsvariable gibt euch dann zum Beispiel aus x gleich 4, 4 mal Wappen. Ne, könnte auch sein bis zu 10 mal Wappen. Einfach, das sind ganzzahlige Werte. Das nennt man eine diskrete Verteilung. Bei der Normalverteilung ist es jetzt so, dass ihr zum Beispiel die Körpergröße messt. Da müsst ihr auch nicht 10 Leute die Körpergrößen messen, sondern von einer Person. Und schon habt ihr sozusagen eine Normalverteilung. Das Ergebnis, wenn ihr die Körpergröße jetzt ganz genau bestimmt, 1,74 Meter, 2, 3, 6, 4, theoretisch sind es ja unendlich viele Kommastellen. Ne? Könnt ihr euch gleich schon mal klar machen, das brauchen wir später noch. Auf jeden Fall habt ihr in aller Regel Kommazahlen. Wir haben also eine stetige Verteilung und keine diskrete Verteilung. Okay? Bei dem Beispiel Körpergröße von einem zufällig ausgewählten Mann bleiben wir auch. Ist normal verteilt, andere Dinge sind auch normal verteilt, wenn ihr das Gewicht bestimmt, die Intelligenz von Menschen, ganz viele Dinge in der Natur sind normal verteilt. So, also bleibt man bei dem Beispiel mit der Körpergröße, das ist die Dichtefunktion dazu, P, die gaußsche Glockenkurve. Ja, erster Eindruck, naja, alles klar, hier ist die Kurve am höchsten, das heißt, die meisten sind so 1,80, sagen wir zwischen 1,70 und 1,90, ist jetzt mal der Großteil der Männer von der Körpergröße. Ja. Und die Werte, dass jemand über 2 Meter ist, ist sehr unwahrscheinlich. Ja, also μ, der Erwartungswert, das ist praktisch genau da, wo der Hochpunkt dieser Kurve ist sozusagen, das häufigste. Die Standardabweichung, die kommt dann später auch noch, die gibt wie immer die Breite der die Breite der Kurve und damit die Streuung an. Ne? Also hier ist jetzt die Standardabweichung 10. Wenn die Standardabweichung 20 wäre, bei gleichem Erwartungswert, ne, dann wäre praktisch diese Kurve, ich zeichne es mal so irgendwie flacher, ja, gleicher Hochpunkt, aber einfach flacher und breiter. Das heißt, das wäre irgendwie kein anderer Planet, bei dem auch viele 1,80 groß sind, aber wo es auch durchaus Leute gibt, die 2,10 Meter groß sind, viele davon. Ja? Dann hat man eine hohe Streuung. Ganz wichtig, schon mal vorweg kapieren, was nicht stimmt, ist zu gucken, aha, 1,80, wo bin ich da bei 0,04? Alles klar, 4% der Personen sind 1,80 groß. Wenn ihr euch überlegt, ihr werdet vermutlich auf dem Planet hier gar niemanden treffen, der ganz genau 1,80 groß ist. Auf unendlich viele Kommastellen genau. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr so jemanden trefft, 0%. Ja? Also diese Y-Werte geben euch keine Wahrscheinlichkeiten an. Nicht wie bei der Binomialverteilung, wo ihr diese Säulen habt und einfach dann schaut, die Höhe der Säule gibt euch die Wahrscheinlichkeit an. Ihr könnt hier keine Einzelwahrscheinlichkeiten bestimmen. Ja, schon irgendwie verrückt und ich finde es auch schwer für den Kopf so umzusetzen. Ihr könnt schon Wahrscheinlichkeiten bestimmen, dass jemand zwischen 1,80 und 1,90 groß ist, das wird man später auch machen, aber ihr könnt nicht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau 1,80 groß ist, 0%. Und von jedem anderen Wert auch 0%. Okay? So, gucken wir uns die Gauss-Kurve noch ein bisschen genauer an. Was ich jetzt schon gesagt habe, Erwartungswert ist sozusagen der X-Wert vom Hochpunkt. Und wenn ihr die Kurve so abfahrt sozusagen, euch aus der Analysis ist euch bestimmt noch der Wendepunkt ein Begriff. Ne? Wir haben hier einen Wendepunkt, also hier haben wir so Linkskrümmung, Wendepunkt, dann Rechtskrümmung und dann Wendepunkt, wieder Linkskrümmung. Man kann beweisen, dass die Wendepunkte x-mäßig vom Abstand her, ne, sind hier genau 10, der Wendepunkt ist bei 190, der Erwartungswert war bei 180, der ist genau eine Standardabweichung weg. Die Standardabweichung war ja hier 10. Sigma ist 10. Ja? Also praktisch zum Erwartungswert gehen, eine Standardabweichung dazu, eine Standardabweichung weg sozusagen, da habt ihr die Wendepunkte. Und dann habt ihr zwischen den beiden Wendepunkte habt ihr mal einen Großteil der Wahrscheinlichkeit. Da geht es dann in den nächsten Kapiteln auch noch drum. Okay, und Thema Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, Einzelwahrscheinlichkeiten können wir nicht berechnen, aber eins ist sicher, die Fläche unter der Kurve insgesamt bei der Normierung beträgt 1, also 100%. Und darüber können wir jetzt auch Wahrscheinlichkeitsberechnungen durchführen.
Okay, ihr könnt nämlich zum Beispiel berechnen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällig ausgewählte Person höchstens 1,74 Meter groß ist. Dass sie genau 1,74 groß ist, Einzelwahrscheinlichkeit 0, aber dass sie höchstens 1,74 groß ist, das funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit entspricht nämlich der Fläche unter der Gauss-Kurve von sozusagen hier links bis 1,74 Meter, alles, was ich hier schraffiert habe. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit entspricht dem Inhalt der Fläche von minus unendlich bis 1,74 unter der Dichtefunktion. Okay, eingeben in Taschenrechner tut ihr das. Ihr müsst einfach in die kumulierte Normalverteilung reingehen. Ja? Untere Grenze, ich habe jetzt hier minus unendlich hingeschrieben. Ihr könntet jetzt auch untere Grenze minus 1000 eingeben, das ändert vom Ergebnis nichts. Obere Grenze 1,74 und dann brauchen wir natürlich noch die Kennzahlen. Sigma 10, μ 180. Und dann solltet ihr auf die Wahrscheinlichkeit von 0,2743 kommen. Ja? Also ihr könnt, nochmal, ihr könnt Einzelwahrscheinlichkeiten nicht ausrechnen, aber Bereiche könntet ihr ausrechnen. So, das heißt, wenn ihr jetzt wissen wollt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist denn jemand 1,70 groß, dann könnt ihr das schon machen. Ihr könntet halt einfach die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass zwischen 1,69,999 und 1,70,001. So kann man dann, kommt man doch wieder in die Richtung von Einzelwahrscheinlichkeiten.